Wohnqualität ist nicht die beste, das weiß ich. Aber es sieht schon mal sehr gut aus hier bei uns. Jetzt mit der Polizeiwache sowieso. Es gibt mehrere Hütten. Ja, ach, deswegen baue ich ja die ganze Zeit Häuser, nicht? Wart's mal ab, das wird schon immer weniger, keine Sorge. Bunga, Bunga. Da passen sogar noch Leute rein. Gut, Touristen können wir hier hinten unterbringen, wenn auch nicht viele zu unserer Insel kommen werden. Wir haben jetzt wieder 10.000, weil wir was exportiert haben. Ach Gott, ich sollte noch für eine Straße sorgen. Okay. Da können wir denn das Essen alles anpflanzen? Und hier ebenfalls. Sehr gut. Das müsste reichen, den Platz, der ist relativ gut ausgeschmückt. Okay, okay. Ja, ein Präsidentenmuseum. Gar keine schlechte Idee. Machen wir mal. Sorgen wir für Unterhaltung. Hey, Kumpel. kommt später, jetzt nicht. Ich muss mich noch um alles andere kümmern. Einige Leute fordern ganz offene Wahlen, da haben die jetzt Pech gehabt. Denn im Moment ist El Presidente am Zug und El Presidente macht keine offene Wahlen.
Präsidente, ein russischer Dissident wurde vergiftet und ist tot. Europas Medien beschuldigen den KGB, doch die UdSSR streitet alles ab. Der KGB ist wohl nicht schuld. Das heißt, ich krieg mir Geld. Juhu! Wahl ohne Rede, die leben mich auch so, das ist gar kein Problem. Wie sieht's aus mit der Angst? Muss ich irgendwie Angst haben? Die Bedrohungsstufe ist niedrig. Wir haben gerade mal einen Rebellen und 4 Soldaten und mit dem Arsenal, das wir jetzt bauen, werden wir noch 3 weitere dazu bekommen. Dann können wir Wachposten errichten. Dort werden auch Leute leben. Ist also alles okay. Ganz ruhig. Die US-Behörde für Vogelkunde hat Ihre Vermisstenanzeige gelesen und wird Ihnen helfen, den berühmten El Tucan zu suchen, Präsidente. Und ich bin kein Schwindler. Warum sagt er das immer wieder? Sie bieten an, $30.000 in Ihre Staatskasse zu überweisen. Unserem Programm behalten Sie amerikanisches Geld im Land. Steht ein anderes Angebot gegenüber. Der Bau eines Atomkraftwerks. Kostenlos. Sicher und günstige Technologie ist fast nichts. Warten Sie in der Tat? Für nichts. Wir könnten am Anfang gleich ein kostenloses Atomkraftwerk bekommen. Oder das Bargeld in Höhe von 30.000. Ich nehme das Atomkraftwerk. Obwohl ich Strom auch anders hätte machen können, aber ist egal. Sie haben Ihren Vogel nicht gefunden, oder? Und die klugen Köpfe wollten Sie auch nicht fragen? Das deprimiert mich. Hätten Sie uns Intellektuellen gefragt, hätten wir das Radio erwähnt. Präsidente, wir können die nächsten gelegene Insel... Tropico hat jetzt über 100 Bürger. Ein kleiner Schritt für die Welt, ein großer Sprung für Tropico. Wir können die nächstgelegene Insel über Ihre vermissten Haustiere informieren. Vergessen Sie nicht, uns das nächste Mal zu fragen. Ich liebe es, wenn Sie betteln. Machen Sie einen Radiosender. Ananas. Ach, das ist Ananas. Ich habe mich schon immer gewundert. Und? Sehr viel Geld, sehr schön. Dann baue ich jetzt erstmal eine Konservenfabrik. Da ist eine. 4000 Zahlen. Kostenlose Atomkraftwerk. Darauf komme ich noch zurück, keine Sorge. Genosse Präsident. Ja. Lass mich erstmal ein Fuhrparkbüro bauen, denn wir wissen ganz genau, dass sonst unsere Leute wieder nicht hinterherkommen. Mit dem Hinbringen der Waren. Wird das Arsenal bald fertig gebaut? Ich will's hoffen. Macht ist entscheidend. Unsere Gesellschaft wächst. Unsere Macht sollte es auch tun. Produzieren Sie 100 Megawatt Strom. Belohnung unbekannt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir gucken mal. Erstmal muss ich mich weiter um Apartments und so weiter kümmern. 2000 gebe ich jetzt schon mal aus. Und die nächste Finanzhilfe wird dafür verwendet, weitere Gebäude zu bauen. In circa 6 Monaten kommt erst der neue Frachter an. Ich kann froh sein, wenn ich gleich erstmal ein Arsenal habe. Wir haben genug kluge Köpfe. Sehr viele Hochschüler. Überall sind Hochschüler untergebracht. Wie sieht's allgemein aus mit der Zufriedenheit? Sicherheit 91%. Sehr, sehr schön. Oh, mein Herz. 37%, die Freiheit erholt sich gerade. 85% der Respekt, Nahrungsqualität 68%. Selbst die ist relativ hoch. Dadurch, dass wir Papayas, Mais, Rinder... Unterkünfte. Finden Sie nicht auch, dass es zu viele Obdachlose auf der Insel gibt, Penultimo? Obdachlose? Gäbe es nur einen Obdachlosen in Tropico, würde ich ihm persönlich eine Hütte bauen. Aber in einer Hütte zu leben... Haus ist Haus, Sunny. Die heutigen Hütten sind die Villen von morgen. Solange wir El Presidente treu zur Seite stehen, stimmt's? Stimmt. Ja. Wir sind in den Schulden, ich weiß. Ich warte ja nur auf das nächste Schiff. Und wir sollten die Importe schon mal zulassen. Kostet zwar Geld, aber das ist egal. Mein lieber Präsident. Zuneigung reicht aus.
Wir haben 85 Stimmen. So, jetzt haben wir die Finanzspritze bekommen und da kommt ein Schiff. Glückwunsch, Präsident. Sie haben die Wahl gewonnen. Und wir haben sogar 2 Generäle. Und 4 Leute. Noch ein weiterer General und alles ist gut. 24.000 haben wir jetzt wieder. Dann werden wir uns jetzt weiter um alles andere kümmern. Das kommt dazu. Das war das Packhaus und der Schockfroster, der kommt später. Und jetzt müssen sich erstmal Arbeiter finden, die da drin arbeiten wollen. Auch hier unten brauchen wir noch ein Parkhaus. Oh, da seid ihr aber fix. Sonst seid ihr nie so schnell. Er wurde der Hase. Ihr Großmutter strahlt wie ein Stern am Firmament. Bla, bla, bla. Könntest du uns etwas Bares geben? Nein. Genosse, der Fortschritt wartet auf niemanden. Ein Kraftwerk baut. Nee, danke. Ich habe Wichtigeres zu tun. Hier arbeiten überall keine Leute. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Unterkünfte bauen, damit hier Leute auf unsere Insel kommen. Apartments, es wird Zeit, unsere Wohnqualität zu verbessern. Aber wo stelle ich die jetzt noch hin? Hier kommt eins hin. Da kommt eins hin. Und dann habe ich kein Geld mehr. Da haben wir jetzt das Parkhaus. Ich hoffe, die beiden Apartments werden jetzt schon dafür sorgen, dass die ein oder andere Hütte verschwindet. Wir haben keine Leute. Wir sind alle zu gut ausgebildet. Keine ungebildeten Arbeitskräfte. Parkhaus hat keine Mitarbeiter. Oh. Schlecht, sehr schlecht. Ich bin froh, dass wir überhaupt noch Bauern haben. Wir sollten keine weiteren Hochschulen bauen. Und auch keine weiteren Oberschulen. Da kommen wieder 6.000 zustande. Das ist nicht viel. Aber wenigstens arbeitet die Konservenfabrik endlich. Produktion bisher noch gar nichts. Die kommen jetzt alle erst zur Arbeit. Müsst ihr was importieren? Wahrscheinlich. Das nächste Schiff kommt. 4 neue Einwanderer für Tropico, ganz viel Kohle. Die Wirtschaft brummt. Wir haben unsere Schulden begleichen können. Ja, ein Glück. Finanzhilfe aus den USA ist auch da. Und jetzt werden wir erstmal importieren. Warum sollen wir importieren? Wir haben noch Fisch. Er hat auf jeden Fall Importgüter dagelassen. Das ist schon mal schön. Irgendwo ins Bing gemacht? Hier? Ich habe einen Geheimauftrag. Exportieren Sie 500 Rum. Weißt du, wie schwer es ist, hier an Rum zu kommen? Wir können schon mal eine Plantage bauen, aber mir auch nicht. Zucker? Oh, das klappt hier unten sogar wunderbar. Stellen wir mal hier eine hin. Und eine Zuckerplantage da noch hin. So, reicht. Wir brauchen viel zu viele Leute dafür. Oh, Leute. Gut, wir produzieren jetzt demnächst mehr. Gerade mal 127 Leute wohnen bei uns. Wir können froh sein, wenn die beiden Apartments, fertig sind, dass dann die Hütten so langsam verschwinden. Denn das sieht nicht schön aus, wenn die Schüler alle hier wohnen. Das sind wirklich alles Schüler. Die können sich noch nichts Besseres leisten. Fakt. Okay, jetzt haben wir schon mal 2 Apartments. Tropico fehlt das nötige Kleingeld. Ihre Meinung, Penultimo? Die globale Wirtschaftskrise ist schuld. Was erwartet man von uns unter diesen Bedingungen? Also ehrlich. Sehe ich ganz genauso.
Holzfäller hat keine Arbeit mehr. Das auch noch. Dann geht er weg. So, wer geht arbeiten? Du gehst arbeiten. Das ist aber nett von dir. Dann wieder 10.000. Ich werde jetzt erstmal gar nichts machen. Wir warten auf neues Geld. Immerhin haben wir jetzt 3 Generäle, die uns verteidigen, zusammen mit unseren 4 Armisten. Das ist perfekt. Was ist jetzt mit Marco Moreno? Den werden wir wahrscheinlich erst aufspüren, wenn wir unser Lieblingshaustier wiedergefunden haben. Finanzhilfen kamen auch, Brot für das Volk soll raus. Warum müssen unsere Bürger? Danke für den Hinweis, aber es bringt mir jetzt gerade nichts. So, der Holzfäller ist weg, dann bauen wir mal gleich einen neuen. Produziert mal bitte ein bisschen mehr, ich brauche Kohle. Ich bin schon froh, dass wir überhaupt ein paar Leute haben, die hier auf den Plantagen arbeiten. Und es werden ziemlich viele Plantagenarbeiter benötigt, sehe ich gerade. Trotzdem haben wir immer noch 4 Leute, die hier arbeiten. Das ist ganz praktisch. Die Wohnsituation ist eigentlich ganz gut. Wir haben hier 69 Wohnqualität, da 59. Das ist okay. Dementsprechend ist die Wohnqualität bei 41, wenn wir die Baracken und so weiter noch mit abzählen. Die Mietshäuser sind auch bei 45, 45, 35. Das ist okay. Wir machen jetzt wieder ordentlich Kohle, endlich. Gut, dann kann ich mich jetzt um eine Rumdistillerie kümmern. 35.000. Industrie-Rumdistillerie bezahlen und bauen. Machen wir gleich nebenan und das Weideland hier kannst du hoffentlich noch nutzen. Für dein Vieh. Wir wollen auch gleich geräuchertes Vieh haben. Ich hatte irgendwo noch eine gebaut, oder? Nee, das habe ich mir eingebildet. Okay, aber es gibt immerhin geräuchertes Vieh. Juhu. Präsident. Reißen Sie alle Zeitungen ab. Leck mich! Das bringt mich auch nicht weiter. Wir kriegen jetzt erstmal demnächst eine Rumdistillerie und das ist schon sehr viel wert, weil wir dann wenigstens ordentlich Kohle machen und dann können wir uns auf alles andere konzentrieren. Nämlich auf mehr Elektrizität, wir kriegen sowieso ein kostenloses Atomkraftwerk, wir können uns auf die Wohnsituation, auf die Lebensqualität, das heißt die Nahrungsvielfalt und so weiter versteifen. Immerhin haben wir nur 3 Farmen, die uns versorgen, eine Rinderfarm und Salz und Fisch. Ich segne dich, mein Sohn. Die Zeit ist reif, eine Kathedrale zu bauen. Wir haben 58% Zufriedenheit. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt eine Kathedrale bauen werde. Umwelt sieht bloß schlecht aus, der Rest ist okay. Und die Umwelt sieht auch nur hier oben schlecht aus. Das ist mir egal. Ein Schiff hat ohne Exportgüter abgelegt, das ist schlecht. Oder hat nur 8.000 exportiert und 4.000 importiert. Das ist schlecht, das ist definitiv schlecht. So, dann wollen wir mal. Erstmal brauchen wir weitere Unterkünfte hier oben. In der Mitte wird unser Wohnblock sein. Hier werden die ganzen Farmen angelegt. Und sicherheitshalber, damit die Leute auch wirklich hin und her kommen, bauen wir sowas noch. Damit die auch wirklich so durchfahren können. Präsident, unseren Quellen zufolge gibt es niemanden in Tropico, der sie verachten und Probleme bereiten würde. Viva el Presidente! Viva! Juhu!